das nicht auch? Sie sind gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen, der Kühlschrank ist leer und während Sie gerade gemütlich den nächstgelegenen Lieferdienst hacken wollen, passiert es. Kein Platz mehr auf dem Bildschirm. Doch das muss nicht sein. Mit dem neuen Wassermann... Moment. So Werbung machen wir hier doch gar nicht. Hier ist doch nur Bastelzeit, oder? Ja, Spaß beiseite. Das Ding hier hat natürlich seinen Zweck und so ganz ist das natürlich auch nicht falsch, was ich gerade erzählt habe, denn mein Laptop, der hat wirklich mehr Bildschirm. Ich bin jemand, der gerne mit viel Bildschirm arbeitet. Also ich habe da eventuell so 6, 7, 8 Monitore normal an meinem Arbeitsplatz stehen. Das ist unterwegs natürlich nicht ganz so einfach. Laptops haben meistens einen Bildschirm und der meistens auch nicht so gut. Ich habe Glück, das Modell, was ich hier habe, das hat einen 2K-Bildschirm. Also 2560x1440 müsste das sein. Und das ist schon relativ gut, aber ab und zu, na komm, noch so ein Bildschirm, wo man irgendwie eine Biber-Konsole haben kann, irgendwas vom Videoschnitt oder so, das ist manchmal gar nicht so schlecht. So, jetzt haben ja so Laptops üblicherweise einen Monitorausgang, also einfach einen Monitor holen und ich habe ja schon einige umgebaut, das ist jetzt nicht so kompliziert, einen fertigen zu holen, umzubauen auf irgendwie 5 Volt, den per USB versorgen und dann, was weiß ich, irgendwie HDMI oder sowas dran. Ist kein Problem. Aber, naja, zum einen, das, was ich hier so rumliegen habe, naja, da sind zwar Panel und so, aber die sind meistens auflösungstechnisch nur so meh. Das sind meistens 1280x1024er oder sowas. Bisschen wenig Auflösung, das bringt auch nicht viel. Außerdem, naja, die sind relativ groß und größer als der Laptop ist eventuell auch nicht so gut. Der Hintergrund ist nämlich, das, was ihr hier drin seht, oder so die Vorderseite seht, das ist der Bildschirm von einem iPad. iPad kennt ihr vielleicht, Apple geht gerne kaputt. Okay, lassen wir den Spaß, das gibt wieder schöne Kommentare. iPad-Bildschirme sind jedenfalls etwas, was ab und zu mal getauscht wird. Entsprechend gibt es viel Bedarf, oder relativ viel. Und die findet man zum Teil auf Auktionsplattformen für 20 bis 30 Euro. Also günstiger Preis und die Dinger haben auch noch zwei Vorteile. Und zwar Nummer eins, die Auflösung ist nicht schlecht. Das ist zwar so ein komisches Maß, ich glaube irgendwo ein 16 zu was auch immer. Es ist kein 16 zu 9, kein Standardmaß, aber passt schon. Ist auf jeden Fall eine relativ hohe Auflösung. Ist ja dieses Retina-Zeugs oder wie auch immer man das bei Apple schimpft. Und das zweite, was ganz cool ist bei denen, die haben zwar nur ein Flachbandkabel hinten dran, aber im Gegensatz zu vielen anderen kommt dann nicht LVDS oder sowas raus, sondern da kommt DisplayPort raus. Das heißt also, wir können einfach das Flachbandkabel holen, Stecker dran, anderen Stecker dran mit DisplayPort und das Ding direkt in den Laptop reinstecken. Also fast, brauchen wir ein bisschen was außenrum für die Hintergrundbeleuchtung, aber deutlich weniger Arbeit als für so ein Standarddisplay. Ja, die ganze Idee, die geht natürlich nicht auf mein Konto, das ist vom Herrn der Otter, von Jan Henrik. Und der hat das hier entsprechend auf Twitter veröffentlicht erstmal und danach auch auf GitHub gestellt. Das ist der Otter Screen Adapter. Das ist ein fertiges Board. Können wir unten uns so mal angucken. So sieht das aus. Da haben wir entsprechend unser DisplayPort, den Flachbandkabelverbinder in Richtung iPad und dann jede Menge Fu außenrum für die Hintergrundbeleuchtung. Für die Hintergrundbeleuchtung hat er nochmal einen separaten USB-C auf dem Board und ja, das ist im Prinzip alles, was man benötigt. Dann kann man das als Bildschirm benutzen, wie man sieht. Da das Ganze in Keycard ist, lässt sich das auch relativ leicht modifizieren oder anpassen, wenn man möchte. Und hier sieht man auch im Prinzip, was wir haben. Wir haben den Flachbandkabelverbinder, DisplayPort und dann ein bisschen außenrum mit einem 555-Timer für die Hintergrundbeleuchtung. Die Ganze basiert auf dem TP561160A. Der macht, glaube ich, einen Boost auf eine höhere Spannung, sodass die LEDs da auch mit den 5 Volt von USB funktionieren. Auch mit dabei ist der Klassiker an 1117 3,3 Volt Regler. Ich glaube, das ist die Logik von dem Flachbandkabel, müsste das sein. Sicher nicht die effizienteste Methode, aber da wird halt wahrscheinlich nur ein bisschen Logik dahinter hängen. Da macht es keinen Sinn, noch einen großen Schaltregler zu machen. Board selber hatten wir eben ja schon gesehen. Ist nicht viel zu sagen. Wenn ihr das nachbauen wollt, Empfehlung meinerseits, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, geht hin und guckt mal die Komponenten durch. Gerade sowas wie hier das Poti für die Hintergrundbeleuchtung oder so, fand ich ein bisschen schwierig zu besorgen. Die sind doch im Moment eher selten, genauso die Spulen, die wir hier haben und die Verbinder, den DisplayPort zum Beispiel. Da findet man bestimmt günstigere Alternativen, wenn ihr also ein bisschen was mit Keycard macht
dann könnte es eventuell helfen, da einmal drüber zu gehen, die Komponenten gegen was auszutauschen, was gerade gut zu liefern ist. Ich habe es so bestellt, wie es hier war, und entsprechend dann ja, in die Tasche gegriffen und die Komponenten bei den größeren Distributoren geordert. Sind nicht ganz günstig da, aber ich wollte das Display halt für so einen gewissen Kongress dann doch fertig haben. Also haben wir schon gesehen, wir brauchen ein Board und Überraschung, Überraschung, was kam wohl an? Ich würde sagen, das zählt als ein Board plus ein Stencil, dass wir das Ganze auch halbwegs löten können. Warum Stencil, zeige ich euch gleich. Das ist nämlich hier doch relativ wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal dazu über und gucken uns mal so eins von den Boards an. Und ich denke, man kann auf der Kamera schon so ein bisschen erahnen, wo das Problem liegen könnte. Insbesondere, wenn wir dann mal unters Mikroskop gehen. Da haben wir entsprechend relativ kleine Pinabstände hier bei diesem Adapter, hier oben ebenfalls. Und Lötbrücken, gehören die dahin? Und da muss ich gerade nochmal dazwischen grätschen, denn hier ist ein kleiner Fehler auf dem Board passiert. Wenn wir nämlich mal näher rangehen und hier oben uns diesen Flachbandverbinder anschauen, zwischen den Pins von dem, da ist keine Lötstoppmaske. Und auch wenn wir runtergehen auf den DisplayPort, auch da die Pins direkt nebeneinander und kein Lötstoppmaske dazwischen. Das ist natürlich besonders schlecht, weil das heißt, dass sich da eher Brücken ziehen können. Möchte man eigentlich nicht haben. Das ist insbesondere ärgerlich, weil wenn wir auf die 3D-Voransicht gehen, naja, da ist dieses Grün dazwischen. Also demnach hätte ich vermutet, dass die Lötstoppmaske da hätte sein sollen. Aber wenn wir in die Gerber-Dateien reinschauen, dann ist es tatsächlich so, dass da nichts drin steht. Also es ist anscheinend irgendwo beim Gerber-Export verloren gegangen. Die Info, dass da Lötstoppmaske bitte sein soll. Und es liegt also nicht am Bordhersteller, wo ich eigentlich schon drüber renten wollte, aber es ist wirklich ein Fehler irgendwo beim Export, der mir da unterlaufen ist. Wahrscheinlich hätte man irgendwo eine Minimalbreite oder so anders spezifizieren müssen. Aber gut, ist jetzt so, müssen wir mit klarkommen. Was aber eher mein Problem ist, sind diese kleinen hier. Denn das ist halt ein Pinabstand und vor allen Dingen unten drunter und das macht, glaube ich, nur mäßig Spaß zu löten. Wie auch immer, wir haben immerhin unser komplettes Board hier. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das so dahin bekommen. Das Stencil dazu ist durch Porto und so relativ klein ausgefallen. Aber wenn wir mal hier gucken, das sollte eigentlich hier halbwegs irgendwo passen, wenn ich die richtige Stelle finde. Jups. Dann können wir, denke ich, weitergehen und können uns hier mal etwas außenrum bauen als Unterlage für unser Stencil. Das Ganze muss möglichst gerade am Schluss liegen. Okay, ich denke, so geht das gleich. Und ja, was wir natürlich auch noch brauchen, das ist entsprechend viele Bauteile. Ich habe da eventuell so eine Kiste. So, jetzt geht es erstmal darum, das Stencil hier richtig auszurichten und vor allen Dingen das so festzumachen, dass mir das gleich beim Apply nicht wegrutscht. Man kann relativ gut hier sehen, ob wir treffen oder nicht. Und ich gehe jetzt einfach hin und mache ein bisschen Isoband drüber. Das ist nicht das schönste Band dafür, weil es halt auch ein bisschen verrutschen kann. Aber ja, hier sehen wir schon, wir könnten noch einen Tick nach oben. Ist halt das Einzige, was ich jetzt gerade so greifbar habe. Und man sieht hier auch schon, das biegt sich so ein bisschen nach oben. Ich hoffe einfach mal, dass das gleich kein allzu großes Problem gibt. Ja, ich hoffe einfach mal, das reicht so. Gut, dann brauchen wir eine Karte und ein bisschen Lötzinn. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch etwas Lötpaste verteilt bekommen. Ist meine Karte breit genug? Müsste. Okay. Kurzer Blick. Hier hinten in der Ecke hat er noch nicht so ganz. Okay, hier unten da ist noch ein bisschen wenig. Okay, wir haben noch ein bisschen drauf. Dann machen wir hier mal nochmal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt hier, bin ich anscheinend an den nochmal dran gekommen. Nicht, dass da jetzt was verrutscht ist. Augenblick der Wahrheit. Das ist in vielen Stellen gut, aber der hier,
Der gefällt mir nicht so wirklich. Ich meine, es geht noch. Es ist die Frage, vertrauen wir darauf, dass sich das schon zurechtzieht? Ich würde sagen, ja. Wenn es nur der DisplayPort ist, im Zweifelsfall löten wir den halt per Hand. Ist nicht schön, aber kann ich im Zweifelsfall noch mit leben. Gut, wo sind meine Bauteile? So, die Bauteile, das ist ein großer Mix aus allen möglichen Herstellern. Ich hatte primär versucht, aus Fernost zu bestellen, einfach wegen Preis. Allerdings ist viel drauf, was halt ein bisschen problematisch ist. Probieren wir es einfach mal und gehen der Reihe nach durch, was mir hier so in die Finger fällt. ICs vielleicht später, vielleicht gerade mal hier die Lötkosten ein bisschen auf Seite machen, dass ich die hier nicht überall verteile. So, und ich sortiere gerade mal ein bisschen nach Größe aus 603, aus 603. Dann fangen wir mal an. 100 Nanofarad. Wo haben wir 100 Nanofarad? C1, C2. Das Schöne ist, bei manchen Herstellern kann man ja Dinge draufschreiben und hier habe ich mir dann überall notiert. Das ist für OSA und zwar C1, C2. S in dem Fall, das heißt, es ist nicht der original vorgesehen war, sondern etwas, was gleichwertig sein sollte. Hoffe ich zumindest. Mein 100 Nanofarad, da bin ich mir relativ sicher, dass das einfach irgendwelche Kondensatoren zum Entkoppeln sind. Da ist das nicht ganz so tragisch. Da ist C2. Direkt daneben ist C1. Das hier unten, was man im Moment sieht, wo ich drumherum am Bauen bin, das gibt am Schluss einen 555-Timer. Der dürfte wohl dafür da sein, die PWM für die Hintergrundbeleuchtung zu basteln. So, haben wir next up C10, C11, 220. Schauen wir mal, hier oben irgendwo, da ist C10 und C11 ist da. Die gehören wohl zu dieser, zu den beiden Weson-Treibern. Ich glaube, die haben mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Gut. Dann haben wir noch ein 1 Nanofarad, C3, der gehört unten hin. C3. Next. Wir hatten ein paar Widerstände aus 603, genau. R1, R2. Die sind unten rechts neben dem USB-Port. Das Ding wird am Schluss mit USB-C betrieben. Was mir im Übrigen gerade auffällt, ist da noch nicht mal ein Otter drauf. Wie kann das der Otter Screen Adapter sein, wenn kein Otter drauf gemalt ist als Grafik? Mann. Und direkt darunter der andere. Next up. 0 Ohm Widerstände. R3, R4. Tja, hoffentlich sind die genau genug. So, die waren hier hinten. Das sind dann so Sachen, die hätte man sich sparen können, wenn man einfach mal vorher sich das Design angeguckt hätte. Eventuell machen sie auch Sinn und man sollte sie eigentlich noch gar nicht reinlöten, aber ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass der Jan-Henrik hier sich schon was dabei gedacht hat. Ich meine, er hat es bei sich wohl am Laufen. Von daher kann es nicht ganz so verkehrt sein. Und es stand jetzt kein DNP drauf, also fingers crossed. So, R5, 100 Ohm, gehört zum 555-Timer. Ich würde schon sagen, als nächstes machen wir diese Wesons, denn die sehen relativ klein aus. Gucken wir mal, wo habe ich sie hingeschmissen? Da, Weson LED Driver. Ja, wenn wir uns die hier mal angucken, die sind halt überschaubar groß und auf der Rückseite, ja, ne? Das Schlimme ist, die Mitte muss man halt auch löten. Was ich gerade feststelle, wie zum Geier gehören die? Ich meine, wir haben zwar hier einen Strich drauf. Ich hoffe einfach mal, das ist das. So richtig schön beschrieben ist das nicht. Ah, okay. Ja, ich sehe, da fehlt eine Ecke. Da ist eine Ecke nicht eingezeichnet. Das dürfte dann wohl die für uns relevante sein. Gerade nochmal schauen. Wir haben jetzt hier die Ecke. Und da ist auch der Punkt. Okay. So, ich hoffe einfach mal, dass sich das richtig noch hinzieht, weil man sieht hier unten schon, da sind die eigentlich so mehr oder weniger schon die Kügelchen beieinander. Ganz gefällt mir das da unten nicht, aber ich hoffe einfach mal, dass die Lötstoppmaske da ihren Job tut. Sonst wäre das nicht gut. Naja, wird schon passen. Also, die sind gesetzt. Was haben wir denn noch? SO8 ist relativ groß, SOT223 ist relativ groß. Ist gut, dann holen wir jetzt uns die 08 of 5s vor.
Da haben wir 0,47 Mikrofarad. Das macht 470 Nanofarad. C5, 7, 8, 9. Wir haben hier an der Seite einen. Wir haben hier oben einen. Wir haben jeweils da einen bei den LED-Treibern. Das ist der hier. C7 und daneben die hier sein. Irgendwie geht das in der Baugröße wesentlich angenehmer. So, einen habe ich noch hier. Das ist C4 und C6. Das sind 10 Mikrofarad, relativ große. So, das heißt... Don't! Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen war, aber mir ist das Board drüber gerutscht. Das hat mir hier unten gerade so ein bisschen Chaos veranstaltet. Das sollte nicht passieren. Ich meine, es sind zum Glück keine kleinen Bauteile betroffen. Ich versuche jetzt einfach die Lötpaste mit meiner Pinzette hier wieder halbwegs an die richtige Stelle zu buxieren. Na gut, sitzt wieder. Dann, was haben wir gesagt, hier rechts daneben, der gehört dahin. Dioden? Dioden klingt gut. Dann suchen wir uns die mal raus. D1, 2, 3. Ich will jetzt natürlich ein bisschen gucken, wegen der Anzeichnung für Pin 1. Ich meine, ich sehe es schon auf dem Bildschirm, wie rum sie gehören, aber ich kann halt nur Mikroskop oder Bildschirm gucken. So. D3 da oben gehört darüber. Ja, da kann man es auch ein bisschen erkennen. Die andere Diode gehört dahin und zwar nach oben. Und hier unten die, da muss der Strich nach links. Das ist die, die wir eventuell gleich einmal nachlöten müssen. Habe ich die Befürchtung. Gut. Sitzt, sitzt, sitzt. Was haben wir noch? Oh, 8 of 5 Resistor. Wo habe ich die denn hingeworfen oder habe ich die schon eingebaut? Was ist denn das? Das ist 0,82 Ohm. Ja, Pi mal Daumen. R6, R7. Das dürfte wohl Current Sense für die LED-Treiber sein. Der und... Okay. Dann haben wir noch die beiden ICs und die Spulen. Den brauchen wir hier an der Seite. Den zu treffen ist jetzt, denke ich, kein so großes Problem. Und der 555, den brauchen wir dann auch noch hier unten. Wo ist Pin 1? Pin 1 ist da oben. Okay. Dann machen wir den nochmal. Oh. Das ist aber arschknapp. Ich glaube, das hätte eine Nummer größer sein sollen. Das hier ist doch kein Soik. Also hier steht SOIC. Und SOIC hat meines Wissens ist breiter, dachte ich. Egal. Soll mal nicht stören. Es sollte so noch lötbar sein. Passt schon. Gut, dann haben wir noch Spulen. Die sind in der anderen Batch, weil das ist so Spezialzeugs. Hier haben wir hier Wirtfestinduktivitäten, genau. Flächen da und da, das heißt, der kann lesbar dahin. Und der andere dann seitlich dahin. Den USB-C können wir noch festmachen, den haben wir hier noch liegen. Dann fehlen eigentlich nur noch die Verbinder, oder? Verbinder und Poti, ja. Das sind die drei restlichen Sachen, die ich dann hier noch liegen habe. So. Zack, zack. Einmal da rein. Erstmal das tolle Poti. Auch wieder so ein Fall, wenn man das Ding irgendwie einmal in KiCad aufmacht, sollte man das eventuell tauschen. Ist zwar ein schönes Poti, aber ist im Moment nur relativ schwer zu bekommen irgendwie. Und ich denke mal, das ist einfach nur ein Poti. Gucken wir das mal einfach hier. Ja. Hinfallen lassen funktioniert auch nicht. Wie zum Geier kriege ich das dahin, wo ich möchte?
So. Das ist zumindest mal grob in der richtigen Richtung. Naja, müsste funktionieren. Dann fehlt nur noch das ganz, ganz teure Zeug, ein DisplayPort. Das ist so aus der Kategorie, wenn ich gewusst hätte, wie teuer die sind, hätte ich es irgendwo abgelötet. So. Geht nicht ganz durch die Löcher. Und hier oben der ekelhafte. Mein spontan würde ich sagen, so rum, weil geht nach draußen. Andererseits, nee, so rum gehört er. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir da was gelötet bekommen. Ich fange jetzt einfach mal bei den 0 Ohm Widerständen an. Arbeite mich dann nach und nach vor. Erstmal im großen Bogen. Dass ich möglichst das ganze Board ein bisschen heiß bekomme. Dann gehen wir mal rein. Jetzt. Okay. Da haben wir ein bisschen Lötbrücke. Mal den ersten von den Weson-Chips. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Leicht den Flatflex angekokelt schon. Hier sehen wir auch schon, wie das Poti anfängt zu kokeln. Ist nicht schön. Na gut, lassen wir das Poti mal so. Die äußeren löte ich dann per Hand. Fehlt noch der Flatflex selber. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, ohne dass alles schmilzt. Okay, das muss reichen. Mehr bin ich nicht gewillt, da drauf zu geben. Der Rest wird mit Lötkolben gemacht. Man sieht schon richtig, meine ganze Matte hat sich nach oben gebogen. Durch die Hitze. Dadurch ist es jetzt gerade unscharf geworden. Also es sieht nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Wir haben definitiv Lötbrücken bei dem DisplayPort, wie es aussieht. Vermutlich eine ordentliche Temperatur jetzt vom Board. Gucken, wie sieht der hier aus. Der sieht eigentlich soweit okay aus. Ich hoffe mal, dass er das genommen hat, dass das Lötzinn wirklich geschmolzen ist. Also ich meine, hier können wir auf jeden Fall beim Poti, da müssen wir auf jeden Fall mal nacharbeiten. Das soll jetzt nicht das große Problem sein, hier einmal heiß zu machen. Der hier, der ist noch so mein kleines Sorgenkind. Gut, also hier haben wir irgendwie wohl eine Brücke, aber es könnte sein, dass die auf dem Board ist. Da muss ich gleich mal nachgucken. Ansonsten denke ich, dass das passt. Ja, die sind auf jeden Fall geschmolzen, würde ich sagen. So, was machen wir hier gegen die Lötbrücken? Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo Entlötlitze habe. Das dürfte wohl am effektivsten da sein. So, nun ist es wahrscheinlich so, dass meine Entlötlitze ungefähr so gut dimensioniert dafür ist. Es geht sogar noch. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte, die wäre jetzt viel zu breit. Gut, machen wir gerade noch hier die Pins, die auf der Unterseite sind, die das Ganze festhalten sollen. Da können wir aber den dickeren Lötzinn nehmen. Dann die mechanische Stabilität. Gut, nochmal kontrollieren hier. Hier die WSNs vor allen Dingen. Die sehen okay aus. Und ich gebe jetzt erstmal hier Strom drauf per USB. Und gucke mir den Stromverbrauch an. Und okay. 25 mA, das ist schon mal nicht so schlecht. Das klingt irgendwie, als ob das so sein soll. Schauen wir uns noch ein paar Spannungen an. Ich schätze zum Beispiel mal, dass bei einem 3,3 Volt Regler 3,3 Volt rauskommen sollten. Also messen wir da mal. Und da haben wir an der Seite 3,2. Naja. Und am Eingang haben wir 5,13. Jups, das klingt okay. Was haben wir hier hinter der Diode? 25 Volt, okay, das ist also ein Step-Up. Die hier, 26 Volt. Ändert sich das, wenn ich hier rumdrehe? Nein,
Nur beim 555 vielleicht was messen. Gerade überlegen, wo ist denn, das müsste glaube ich der Ausgang sein, oder? Okay, ja, wenn ich hier rotiere, tut sich auf jeden Fall am 555 etwas. Also, irgendwas scheint da zu leben. Gut, 2-1 Risiko, ich suche mir mal den Bildschirm. Also, schauen wir mal, ich habe hier noch ein Paket, das sollte ein Replacement iPad Screen sein. Und so, ich würde mal sagen, das klingt nach dem Zeug, was wir haben wollen. Mit etwas Glück ist er auch noch ganz. Der hat halt schon ein paar Wochen auf dem Buckel. Okay. Da. Das sieht seltsam aus. Achso, ich hoffe, das ist nur die Schutzfolie. Da ist jedenfalls Staub drunter. Aber ich sehe zumindest mal keinen Riss, das ist gut. Wenn wir auf der Rückseite gucken, da haben wir den ominösen Anschluss. Der soll theoretisch hier reinpassen. Gucken wir erstmal, ob es überhaupt passt. Oder ob das Ding so zugeschmolzen ist oder falsche Größe ist oder irgendwas. Okay, da kommt das ganze Flussmittel raus. Aber er passt zumindest rein. Soweit, so gut. Mal runterdrücken, das sieht soweit gut aus. Eventuell irgendetwas gerade dazwischen legen, dass wir nicht direkt da drauf sind. Und dann geben wir nochmal Strom drauf. Und schauen, was die Hintergrundbeleuchtung sagt oder ob die Hintergrundbeleuchtung etwas sagt. Ich glaube, dazu drehen wir hier mal runter, dann sieht man das wahrscheinlich besser. Und eingesteckt ist. Er zieht definitiv mehr Strom. Aber ich sehe nichts. Mal gucken, ob man das hier sieht. Und ich drehe hoch. Ja, ich denke, es kommt auch auf der Kamera rüber, dass es da heller und dunkler wird. Sehr schön. Jetzt muss nur noch Bild rauspurzeln. Für Bild rauspurzeln brauche ich aber ein Displayport-Kabel. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil das hier, das ist relativ lang. Ich glaube, das sind irgendwie so 10 Meter oder so. Und am Ende hängen noch ein paar Dongel dran, um auf andere Ports zu gehen, weil ich nur Mini-Displayport oder was das auch immer ist, da an meinem Laptop dran habe. Aber theoretisch sollte das hier reinpassen. Mit etwas Glück dann auch was erkennen und anzeigen. Strom brauchen wir noch. Okay, Kabel ist drin. Dann stecken wir mal in den PC und gucken, ob er in Flammen aufgeht. Und jetzt aber. Okay, steckt. Ich sehe nichts. Gut, meine Vermutung wäre jetzt, dass hoffentlich nur der Adapter einen weckert. Das müsste ich im Zweifelsfall hinkriegen, wenn ich mir mal gerade etwas kralle, was einen richtigen Displayport hat. Und yep, an einem anderen System, der richtigen Displayport hat, funktioniert's. Es ist also mein Adapter, nicht das Display. Das Display ist in der Form natürlich noch ein bisschen zerbrechlich, deswegen bin ich hingegangen und habe da mir mehr oder weniger einen Rahmen designt. Prinzipiell kann ich davon abraten, das, was ich gemacht habe, zu machen. Ich bin halt kein Designer und so. Aber hey, es ist jetzt außenrum ein Rahmen. Der ist in zwei Teilen gedruckt, zusammengesteckt und dann mit jede Menge Silikon überschmiert, um den Ganzen so ein bisschen Stoßfestigkeit zu geben. Und ich habe mir ein paar Clips dran gemacht. Ich kann ihn jetzt links einfach an meinen Laptop hochkant dran machen. Und so ist das ganz gut als Zusatzbildschirm zu nutzen. Prinzipiell eine nette Idee, das Ding ist schön kompakt, kann man einfach mitnehmen und USB und DisplayPort hat man eigentlich heute ja überall. Wichtig dabei, ich glaube nicht, dass der mit HDMI-Adaptern läuft, also man kann nicht einen Raspberry oder sowas anschließen, wer das braucht, ist hier falsch. Aber wer sich ohnehin selber so einen Bildschirm bauen möchte, der ist da mit diesem Board von Jan-Henrik mit Sicherheit nicht auf der schlechten Seite. Es gibt sowas inzwischen auch fertig, also gerade so in Fernost findet man ähnliche Monitore mit ähnlicher Auflösung um die 90 bis 100 Euro, würde ich schätzen.
Die haben dann oft auch HDMI mit drin. Allerdings, ich glaube, wenn man hier ein bisschen bei den Bauteilen aufpasst und für den LC-Display, für das LC-Display selber einen guten Preis gerade erwischt, dann kann das doch ein gutes Stück günstiger sein. Und da ich es halt eh zum Anklippen an meinen Laptop haben wollte, ist das für mich da ohnehin einfacher gewesen. Aber genug gebastelt. Wie gesagt, gerade ist irgendwie so Kongress und sowas. Und wenn nichts komplett schief gegangen ist, dann tut der Monitor auch jetzt da, was er soll.